das Kabel. Komm auf die Seite, ohne mir das Telefon runterzurupfen. Perfekt. Das ist hier schlecht, ey. So, hallihallo, heute bauen wir mal wieder einen Gundam. Das wird dieses Jahr auch wahrscheinlich der letzte sein. Turn A Gundam, was gibt es darüber zu sagen? In der Serie, also die Serie, die spielt ganz am Ende der Zeitlinie der ganzen Gundam-Serie, so wie ich das verstanden habe. Und im Prinzip hat sich die Menschheit wieder in eine neue Renaissance zurückgebombt. Nun, und nun entdecken die Menschen diese ganzen Mobile Suits von damals wieder. Hallihallo, Mr. Neptun, wie geht's dir? Wie steht's? Alles klar bei dir? So, dann machen wir die Box mal auf und gucken, was drin ist. Beamsaber-Effektteile, schön, dass die als Effektteile dabei sind und nicht, Sekunde, wo habe ich das Stück? Und nicht wie beim Gundam Exia im Schwertgriff so als Stück mit drin sind. Ganz ehrlich, was haben die sich dabei gedacht? Ist doch scheiße. So, Beamsaber. Torsoteile. Alle in irgendwie einem viel zu hellen Blau, finde ich jetzt. Aber scheinbar sind das echt Torso-Varianten. Hier mit geschlossener Brust. Und hier mit offener Brust, mit den ganzen Raketenwerfern, die da alle drin stecken. Das Kopf, also das hier ist das Cockpit-Stück. Ach, mir geht es soweit relativ gut. Ja, wie gesagt, heute Fallout zocken wird leider nichts. Um 15 Uhr werden die Server runtergefahren und, naja, Fallout. So, was haben wir hier? Schildteil, Gewehr, Gewehr, auch Gewehr. Das Cockpit lässt sich geilerweise zu einem Corefighter umbauen. Was heißt, im Prinzip ist das Cockpit ein kleines Raumschiff. Und hier ist das nochmal als Extrateile für dieses besagte Raumschiff. Finde ich toll. Das hier dürfen die Schultern sein. Keine Ahnung, was das hier für Teile sind. Aber das werden wir dann ja noch herausfinden. Herausfahren, wollte ich jetzt schon sagen. So, hier haben wir noch ein Stück Schild, die Hände. Keine Ahnung, was das hier wird. Dürften wahrscheinlich Kniegelenke werden. Und diese Teile hier befinden sich innerhalb der Beine. Die werden von hinten offen sein. Im Prinzip sind das irgendwie riesige Düsen, die sich in den Beinen befinden. Ja. So, rote Teile. Hier sehe ich doch direkt schon mal die Füße. Das dürfte ein Stück von der Hüfte sein. Gesicht, Schild und
Keine Ahnung, was dieses Teil macht. Hat bestimmt auch irgendeinen Zweck. Polycaps. Wieder einer von diesen alten Riesen-Runnern. Jede Menge Teile. Mal schauen, wie viel wir davon brauchen werden. Aufkleber. Ja gut, Augen. Keine Ahnung, was der Rest ist. Werden wir bestimmt ausnahmsweise mal gebrauchen. Ah. Hier hätten wir schon mal den Kopf, den Schnäuzer. Das hier dürften die Teile für die Beine werden. Habe ich jetzt eigentlich das Cockpitstück übersehen? Oder gucke ich gerade nur doof? Ach nee, hier ist das. Das wird hier mit der Hüfte verbaut. Krass. Ich hätte gedacht, man könnte das irgendwie abnehmen. So, dann hätten wir noch ein paar gelbe Teile. Auch für oben um den Nacken bzw. Brustschutz. Und diese Teile werden dann wahrscheinlich hier diese Frontskirt-gelben Abdeckungen sein. Keine Ahnung. Werden wir dann ja sehen. Ja, beziehungsweise mache ich ihn hier gerade mit dem Beton. Ach, lege ihn einfach mal auf Seite. So, Bauanleitung. Wo fangen wir damit an? Hier. Und mal gucken. Ah ja, Polycaps werden einige weggelassen. Gut zu wissen. So, fangen wir dann mal mit der ersten Seite zum Bauen an. Ein bisschen das ganze Werkzeug hier zurechtlegen. So, fangen wir an mit D4. Also D1 Teil 4. Mein Fehler. C, A, B, ist das das Blaue? Ja, das ist das Blaue. Cool. D4, da bist du ja. Finde deine Bildvideos cool. Danke, Neptun. Das finde ich schön. Zumindest einer, den mein Content gefällt. So, C1 und Polycap 1 brauchen wir zweimal. Polycap 1 und C1. Ja, das Tolle ist, ich habe von einem kleinen Wettbewerb erfahren. Ein Gundam, also Gunpla-Fotografier-Wettbewerb in der Öffentlichkeit. Dafür hatte ich mir jetzt nämlich auch tatsächlich diesen Turn-A-Gundam, den ich hier am Bauen bin, entsonnen. Den werde ich dann wahrscheinlich bei mir in der lokalen Kirche posieren und dann abfotografieren. Moin, moin, Chaos Music, wie geht's, wie steht's? Alles klar bei dir? Und die eckige Seite kommt nach vorn. Perfekt. Ich kaufe mir doch Zelda erst nächsten Monat. Ja, man muss ja auch nichts übereilen. Ich meine, Zelda wird dir nicht wegrennen. Ist zwar ein richtig geiles Spiel. Und dir wird wertvolle Spielzeit flöten gehen. Aber es rennt ja nicht weg. Und dir, also wie es mir geht. Mir geht's soweit gut. Nur schade, dass heute die Fallout-Server um 15 Uhr für eine Weile runtergefahren werden. Fast hätte ich runtergeladen gesagt. So, E3 Part 1. Das dürfte, ja, rot sein. Habe ich mich
jetzt verlesen. Ach ne, E1 Part 3, bin ich doof. Dieses rote Hüftding hier. Das kommt dann mit der Seite hier rein. So, und D1 Teil 3. Das ist der hier, kommt dann da drauf. So, wie war denn euer Wochenende so? Sagt mal was. Meins war nicht schlecht. Hätte ein bisschen mehr online machen können. Ich meine, wenn ich schon die ganze Zeit Fallout suchte. So, als nächstes D1 Teil 5. Das wird also direkt die Brustabdeckung sein. Ach cool, das Teil bleibt noch nicht mal wirklich fest. Wird dann wahrscheinlich erst von dem gelben Teil hier oben festgehalten. So, Polycap 1 und C7. Habe ich jetzt tatsächlich 1 gesagt? 6 natürlich. Mein Gott. Lesen wie ein Profi. Pokémon gezockt und war im Kino. Geil. Dieser Harry Potter Film da war, hat es ja, meine ich mal, gesagt. Beziehungsweise ist es ja nicht mehr Harry Potter. C7, was war C7? Ach, so ein graues Teil. Ja, diesen Fantastische Tierwesen-Film wollte ich mir eigentlich auch noch angucken. Aber ich gehe dafür wahrscheinlich nicht extra ins Kino. Ist mir zu voll. Und Pokémon-technisch kann ich auch nur sagen, der Pokéball hat sich echt gelohnt. Ich meine, nebenbei kann man mit dem Ding gut Pokémon trainieren, wenn man gerade keine Lust hat, das Spiel zu spielen. Schmeißt man die Viecher einfach in den Ball und hat das Ding immer in der Tasche durch, ich meine, ein paar hundert Schritte. Keine Ahnung, wie genau da die EP berechnet werden, aber ich hatte das Ding mal zur Toilette in der Tasche. Und als ich wieder zurück zur Konsole kam, hatte das Pokémon 2000 Erfahrungen dazu bekommen. Das ist schon krass. Nächste Woche gehe ich zum Nussknacker und die vier Herrscher. Okay. Nussknacker, Nussknacker. Boah, der Film, also wenn das immer noch dieselbe Story ist, wurde ja auch so oft neu verfilmt. Aber diesmal sagt sie von Disney, wa? Da dürfte das Ding ja recht gut werden. Na, es ist immer noch relativ locker, aber es sitzt solide drin.
So, als nächstes wundert mich gerade, dass schon die Schultern dran kommen. Ja, von Disney. Ha, ich hab's mir gemerkt. Schultern. Einfach mal gucken, was das für Teile sind. Runner A, okay, das wäre tatsächlich der. 38 und 39. Ach, hier unten. Knips, Knips. Knips. Oh Gott, dann werden die Schultern hier wahrscheinlich fest am Torso verbaut. Wie scheiße ist das denn? Ach, das Teil wird zurückschwingen können. Krass. Nächsten Monat kommt die fünfte Staffel von Once Upon a Time auf DVD. Cool. Wirst du dir bestimmt holen, wa? Wir kennen dich ja. So, mit den Schulter-Hinter-Rückteilen-Dingern kommt jetzt als nächstes B7 und B8. B? B? Ah, da. Ach, das ist ein herrliches Chaos. B7 und B8, das wären die beiden hier. Deswegen werde ich diesen Monat wenig kaufen. Ja, ich werde mir diesen Monat, beziehungsweise auch nächsten Monat, auch mal ordentlich auf die Kostenbremse treten müssen. Immerhin habe ich gesehen, dass man tatsächlich über PayPal in Deutschland das Pip-Boy-Modell aus Fallout 76 bestellen kann. Das werde ich mir sofort nächsten Monat holen, wenn ich Geld drauf kriege. Ich meine, hey, Pip-Boy, habe ich zwar hier diesen Pip-Boy 3000 Mark 4, halt aus der Fallout 4 Collector's Edition. Aber das ist ja das alte Modell. Man will ja natürlich immer das neue haben. So, wie kommen die jetzt dran? Ah, so. Nee, komm. Ah, geht doch. Okay, dann werden die doch nicht so weit schwingen können. Schade. Oder das Teil sitzt einfach noch nicht richtig. Na, nee, doch. Pip-Boy. Pip. P-I-P. Aber sonst, ja, auf jeden Fall. 150 Euro das Ding. Und dann darf man sich das Teil noch selbst zusammenbauen. Was heißt, da wird ordentlich was an Customization reinfließen. Von meiner Seite her. Den normalen Pip-Boy, den ich jetzt hier aus der Fallout 4 Special Edition habe, den wollte ich mir auch noch. Ja, Pip-Boy dann eben. Den Pip-Boy aus der Fallout 4 Special Edition, den wollte ich auch noch customizen, aber dafür wollte ich dann echt gucken, dass ich einen zweiten kriege. Aber die sind überall so scheiße teuer. Was ich echt kacke finde. Und D1, Nummer 1. Hier. Auf jeden Fall hatte ich vor, mal zu gucken, ob ich tatsächlich irgendwie ein Handy da reingebaut kriege. Ich
meine, zugegeben, in den Pip-Boy 3000, der war ja dafür gedacht, dass man da sein Handy reinsteckt. Wie alle Shinies bekommen in Pokémon. Ja, das ist echt schlimm. Weißt du, und bei mir bricht die 26er Chain ab, weil das 26. Pokémon sich da kackendreist dazu entschieden hat, abzuhauen. Wow, der Nacken, den sehe ich ja jetzt schon, der hat hier richtige Freiheit, ey. Krass. Die Schulterflappen schwingen so weit. Das ist nicht wirklich sehr weit, aber immerhin. Nichtsdestotrotz, Nappy, du darfst nicht aufgeben. Wenn du ein Shiny haben willst, dann musst du dich reinhängen. Ich habe gestern Abend neben Hydrol noch einen anderen Stream verfolgt. Und da hatte sich tatsächlich jemand hingesetzt, 4 Stunden lang, und hat einen Shiny Knofensa gejagt. Ja, kurz bevor er aufgeben wollte, ist es dann erschienen. Ein komplett golden-gelbenes Knofensa. So, dich brauche ich jetzt. Und dich. So, A30, A31. Komm her. Alter, jetzt ballert hier die Sonne so krass rein und ich kann nicht mehr gucken, was auf meinem Tablet steht. So. Und E1 Nummer 4. Sprich, dieses besagte Augenteil hier. Zack, zack, zack. Is it? Notfalls machen wir da ein bisschen Battle Damage raus, wenn ich die Macke hier nicht weggeschliffen kriege. Boah, kann ich hier nicht die Helligkeit irgendwie aufdrehen? Ja, man kann wieder was lesen. Ich zock mal ein bisschen Rainbow. Mach das. Hello Kittys Rainbow Club? Sorry, ich mache mir damit gerade echt keine Freunde, dass ich das so sage. Ich kann echt nicht die Aufkleberziffern entziffern. Oh, das sind ja normale Buchstaben. Zahlen meine ich natürlich. Ziffern. Na dann. Das wäre das. Und die Augen. Blödes Sonnenlicht, bleib hier. Gott, ist das ein scheiß Aufkleber, der. Der geht hier ja um dat, die ganzen Details rum. Holy shit, wie soll ich das denn managen? Ohne dass das irgendwie wie betrunken hingeklatscht aussieht. Mist. Die Seite ziehen wir noch mal ab, um die ein bisschen hoch zu justieren. Das sieht doch ziemlich ordentlich aus.
sobald man einen Aufkleber in so einem Modellbau auch ordentlich nennen kann. Oh je. Rein da. Und dann zusammenklatschen das Ganze. So, als nächstes kommt dieses Centurion-Fähnchen-Kopf-Ding dran. Wo haben wir dich? Wo ist es denn? Da ist es ja. Zusammen mit dem berühmten Turn-A-Schneuzer. Schieben wir das hier mal rein. Da, hier geblieben. Kann sich soweit eigentlich schon sehen lassen. Boah, hier haben die Safety Flex aber echt scheiße gemacht. Ey, Sonne! Verpiss dich, ich kann nichts lesen. Ich muss echt mal das Display von meinem Tablet sauber machen. So viele Fingerabdrücke. Ah, so dürfte das passen. Ja, und was ich jetzt auch herausgefunden habe, wenn man sich diesen Pokéball Plus holt, den kann man ja auch mit Pokémon Go verwenden. Kackendreist, auf dem Handy. Wenn du den zum Beispiel benutzt, brauchst du dich nicht mehr darum kümmern, dass du diese Pokéstops, dass du die da so drehst. Das macht das Ding für dich automatisch. Und fangen, ich glaube, das funktioniert auch teilweise automatisch. Steckt das? Ah, jetzt steckt das. So, und falls sich jemand fragt, Turn A, was soll denn das bedeuten? Ich weiß es auch nicht. Das Ding hat einfach ein umgedrehtes A auf der Stirn. Lecker, erstmal wieder Ohnmacht gefallen. Okay. Gestern gab's Lasagne. Cool. Lasagne. Da werden sich diverse orange Katzen aber freuen. So, du kommst erstmal auf Seite. Du auch. C13. C. Und dafür Nummer 13. Ah, perfekt, gleich hier. Mittig im Runner drin. Und da fällt nochmal das Schnäuzerstück ab. Alter, ich habe hier schon mal was von unterbelichteten YouTubern
mitbekommen, aber das hier ist schon abartig. So, mal was bisschen dunkler gemacht, dann kann ich auch wieder auf den Chat achten. Ich hoffe, die Bildqualität so von wegen Helligkeit ist noch in Ordnung. Weil gerade eben, das war echt krass, wie hier das Licht reingeschienen ist. So, und Polycarb 15. Was war das? Ah, hier unten. Die kann ich leider nicht einfach abdrehen. Die müssen geknipst werden. Reine Luft. Und hier auch noch mal. Dann C 23 und 24. Das gibt dann wohl die Armgelenke. Fun Fact: Der Pilot dieses Gundams, Lauran oder so wird er ausgesprochen, Lauran wird er geschrieben. Und im Anime gibt es einen Typ, der nennt unseren Protagonisten, weil ihm der Name auch irgendwie auf den Sack geht, die ganze Zeit Laura. Dem Charakter stört es nicht, aber irgendwann wird er dann gezwungen, als Crossdresser aufzutreten. Lustige Sache. Kommt das jetzt so? Ah ne, so rum. Und dann kommt das hier oder das? Ja, das. So hier dran. Na komm. Geh dran! Und dann so ein Cover drauf. Lasagne müsste ich mir auch mal wieder machen. Sau lecker das Zeug. Nur Nummer 1. Und Nummer 2. So, das wären die. Und jetzt kommt A18, A17 und Polycap 5 dran. Ist das auch, gilt das jetzt auch wieder doppelt oder? Ja, scheint so. Alles klar. A18. Hier haben wir A. 18, 17 und Polycap 5. 15, 16, 17, 18. Okay, dann zählt das doch einzeln. Ja, hier haben die das ja nochmal für die andere Seite. Okay, 17 und 18 EDs. Hallihallo Basti, wie geht es dir, altes Haus? Jetzt wissen wir, wo die MSN hingefahren ist, nach Alola. Alles klar. Ja, da man im klassischen Pokémon Rot, Blau und Gelb ja nicht wirklich Ash spielt, kann es sein, dass Ash tatsächlich
auf der NSN war und dann mit Familie, also mit der Mutter und Pantimos nach Alola gefahren ist. So, kränkel grad vor mich hin, au Backe. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Und ohne Scheiß, Basti, du hast echt was verpasst damit, dass du dir Fallout nicht geholt hast. Nach der Beta, ohne Scheiß. Das Spiel läuft sowas von flüssig. Das glaubst du gar nicht. Ich selbst glaub das ja noch nicht mal. Polycap 5 war das, oder? Jo. So, schleifen wir das hier noch ab. Mal schauen. Ja, ich sag mal so, wenn du dich entscheiden solltest, dir das doch noch zu holen, ich nehme dich gern mit auf die Questreihe, die ich gerade noch am machen bin. Beziehungsweise heute ja nicht wirklich, da die Server heute ja für eine Weile runtergefahren werden aus Wartungsgründen. Zum Glück. Boah, ich hoffe sowas von, dass wie heißet, dass die Lagerbox vergrößern. Du kannst fast nichts lagern. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich gerade irgendwie habe. Ach so, das Ding soll hier rein. Hab gestern Abend um 0:14 Uhr Battlefield 5 bei Instant Gaming für 14 Euro gekauft. Heute Morgen war es wieder bei 45 Euro. Haben sich wahrscheinlich verschrieben. Solange du das nicht bei Amazon oder so geholt hast, weil ich habe schon mitbekommen, dass diese Marketplace-Anbieter auch gerne mal aus Versehen ihre Listings falsch einsortieren. Ich habe mir damals für Splatoon dieses Headset bestellt, für um die 3 Euro, weil jemand das falsch gelistet hat. Am Ende habe ich irgendwelche komischen Fenstertattoos bekommen. Ach du Scheiße! Es regnet und die Sonne scheint. Regenbogen! Nicht wirklich Regenbogen, aber die Sonne strahlt. Krank. Jetzt bin ich halt blind. So, das wäre dieser Unterarm. Hier kommt noch irgendwo ein Aufkleber drauf. Mal gespannt, ob der richtige Key kommt. Viel Glück ohne Scheiß. Was ist denn mit Dagel? Pff, da fragst du den Falschen. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe das heute Morgen ja auch schon beim Rettungsdackel im Discord gefragt, ob jemand das weiß. Aber keine Ahnung. So, mach mir jetzt eine Hühnersuppe. Bis später. Alles klar, guten Appetit. Und ruh dich gut aus. Polycap 1 und Polycap 11. 1 und 11. Kriege ich den rausgedreht oder gezwickt? Ja, ich kriege den rausgezwickt. Habt ihr im Discord geantwortet? Okay. Bö. Ja gut, die Rettungsdackel-Community, die habe ich nur im WhatsApp-Chat. Alles klar. Nee, den Rettungsdackel-Channel, den habe ich ganz ehrlich, den habe ich stumm geschalten, weil jedes Mal, wenn irgendwer irgendwas schreibt, gibt es eine Benachrichtigung und das ist schon ein wenig störend. So, als nächstes A10 und A9. Hier oben. Ich schalte grundsätzlich jeden Channel stumm. Ja, ich nicht. Ich sag mal, bei Hytrol ist das zum Glück so geregelt, dass man nur eine Benachrichtigung bekommt, wenn man auch angeschrieben wird. Also per Erwähnung. Ich komme gleich wieder, muss schnell mal duschen. Alles klar.
könnte man beim Dackel theoretisch auch mal machen, so als Administrator. Aber Jonah ist ja, glaube ich, nicht hier gerade am Zuschauen. Oder ist er überhaupt gerade online? Wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn die das da auch umstellen, weil es nervt ja nur ein bisschen. Und nein, er ist nicht online. Aber bei Heidi wurde was Neues in die Laberecke geschmissen. Mir geht eher die ständigen Probleme auf den Sack. Gestern Nacht waren auch wieder die meisten Seiten von YouTube wieder nicht erreichbar. Okay. Komisch, ich konnte gestern Abend noch gut YouTube gucken. Heidi, also falls du zuguckst. Schleife ich hier eigentlich schon? Solche Stummel, die kann man ja noch gut abknipsen. Naja, relativ gut. Muss mir auf jeden Fall demnächst mal eine schärfere Feile holen. Die ist schon so abgenutzt. Na komm, geh rein. Und der Kumpel muss jetzt auch mal noch hier rein. Ich sagte rein. Geht doch. Klappe zu, Affe tot. Wer hat denn den Affen getötet? Ohne Scheiß. Leute, die Tiere töten, die gehören selbst irgendwie in eine Gaskammer oder so. Außer es ist eine Art Gnadentod. Also, man will ja auch keine Tiere leiden sehen. So, das wäre der Arm. Der rechte. Aber hier kommt ja tatsächlich noch ein Aufkleber drauf. Irgendwo. Ah, hier. Nummer 11. Da haben wir ihn ja. So, schöner Streifen, den kann man bestimmt auch noch mit Farbe besser platzieren, aber hab gerade keine Pinsel. Ah, und dann kommt auch direkt die Hand dran. Nice. Für die rechte nehme ich erstmal die offene. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich nehme allgemein erstmal nur die offenen Hände. Finde ich immer schöner. Gerade wenn man keine Waffen in die Hände benutzt. So, und Handcover A33. Wie viele A33 gibt es eigentlich? Boah, bitte sag mir, ich habe hier genug für jede einzelne Hand, die da. Ah, oh, geil. Vier Handcover für vier Hände. Perfekt. Was will man mehr?
Bei manchen Kits, die geben tatsächlich nur eine pro Seite und das ist dann doch schon recht scheiße. Also zwei Handcover für insgesamt sechs Hände beim Gundam 00 Diver zum Beispiel. Und das ist dann doch schon scheiße, wenn du für jedes Mal, wenn du die Hand umändern willst, auch diese Handrückenpanzerung da abfriemeln darfst. So, das wäre dieser Arm. Der kommt jetzt allerdings noch nicht an den Torso. Da muss nämlich erstmal noch die Schulter her. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt kommt erstmal der andere Arm dran. A14, A13 natürlich und wieder Polycap 5. Na komm, geh rein. Ach jo, hier die Hand, die kann ich auch schon mal abschleifen. Ohne Scheiß, Basti, falls du noch zuhören solltest, erhol dich bloß gut. Willkommen zurück, Mr. Neptun. Das ging aber schnell. Aber was will man auch anderes vom König der Meere erwarten? Ah, Scheiße. Jetzt geht mir hier der Aufkleber fliegen. So. Und das Schulterstück hier. Bei mir dauert Duschen nur 3 Minuten. Wow. Ich für meinen Teil liebe es eigentlich, im Wasser zu sein. Darum kann es bei mir schon ein bisschen ausarten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Navy-Dusche heißt das. Alles klar. Ja gut, im Militärdienst muss das alles ja, denke ich mal, schnell gehen. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, heißt das.
Ah, perfekt. Ist aber gut, wenn man morgens zu spät zur Schule kommt. Mein kleiner Brudi braucht locker 20 Minuten. Ach du Schande. Ja, da ist das echt praktisch. Swabian Knight, hallihallo, wie geht's? Wie steht's? Alles klar bei dir? Und danke für das Abo und den Like. Ja, mal wieder ein bisschen streamen. Hab mir letztens wieder eine zu große Pause dafür genommen. Allgemein muss ich mir mal öfters in den Arsch beißen, dass ich OBS anmache, während ich zocke. Ach, mir geht's soweit gut. Nur wie ich schon den anderen heute schon nervenderweise gesagt habe, die verdammten Fallout-Server werden heute für eine Zeit ab 15 Uhr abgestellt. Müsstest mich kennen? Ja klar, von Hyrule Stream. So, das wäre dann der linke Arm. Hier erst in Lavandia. Erst. Hallo? Ich habe gerade eben erst meinen vierten Orden. Ja, ich darf mir jetzt erstmal die Pokeflöte suchen, beziehungsweise darf ich jetzt erstmal den Geisterturm machen. Dann darf ich noch in das Silfko-Gebäude eindringen. Kriegt man da eigentlich wieder einen Lapras? Hoffentlich. Für sowas hätte ich keine Geduld. Ja. Die Geduld, die kommt mit der Zeit. Mein erstes Kit willst du auch nicht sehen, wie es aussah. Nee, das erste Kit, was ich gebaut habe, liegt im Prinzip teilweise in einem Schrottzustand bei mir noch im Regal. Aber damals hatte ich auch nicht wirklich die Geduld für, na, nicht nur nicht die Geduld, sondern auch nicht das Fingergefühl und nicht das Werkzeug für sowas. B-Runner ist der hier. Nee, vor allem das erste Modell, das ich gebaut habe, das war ein Mega Man Zero aus der Mega Man Zero Gameboy-Reihe. Und das habe ich dann tatsächlich mit so einem, ja, mit so einem Nagelknipser im Prinzip geknipst, statt mit so einem professionellen Modellknipser hier. Wie heißt das? Nennen wir es einfach mal Knipser. Im Prinzip hätte ich hier ja auch als kleines Geduldmittel noch einen Tee stehen. Aber den habe ich mir heute Morgen schon zum Frühstück gegönnt. Deshalb gibt es diesmal nur Wasser. Ich bitte im Voraus um Verzeihung. Okay, der war doch nicht so laut, wie ich jetzt erwartet hätte, dass er wird. Aber, naja. So, dann bringen wir mal die Schultern an, welche tatsächlich irgendwie seltsam sitzen. Ach Mist, jetzt habe ich da oben noch nicht geschliffen und Alter, was wird das jetzt auf einmal dunkel da draußen? Das Wetter weiß ja heute echt nicht, was es machen soll. Und Arm dran. Ich habe Limonentee. Cool. Ich trinke für gewöhnlich immer so einen grünen Tee mit Vanillearoma. Schmeckt
Schmeckt richtig geil und man braucht keinen Zucker dabei. Nur der letzte Schluck ist irgendwie immer scheiße bitter. Von der Apotheke. Cool. Ich habe so einen geilen Brownie-Tee. Oha. Auch aus der Apotheke? So, kommt das Schulterteil auch noch mal hier hin. Und dran mit dem Arm. Na komm. Du willst es doch auch. Ich weiß, dass du es willst. So. Ja, sieht irgendwie doof aus hier hinten mit dieser Lücke. Aber naja. Hauptsache, der Arm kann sich weit genug bewegen. Lecker. Jo. Brownie-Tee aus der Apotheke. So, das wäre die erste Seite. Können die Jalousien wieder hoch? Sieht man hier wieder mehr? Und Seite 2. Ah, geht es jetzt direkt zu den Füßen, wie ich sehe. A25, hole ich den ganzen Krempel hier erstmal wieder hoch. Kann man ja auch direkt doppelt machen, nice. 25, 25, 25, ah, da seid ihr ja. Auch wichtig, wenn man so symmetrische Teile hat. Gucke ich immer, dass ich die Seite mit den meisten Gates immer nach innen nehme, sodass es von außen nicht wirklich auffällt. Falls die Schleifstellen scheiße werden. Ich hoffe immer noch, dass ich ein Shiny Carpador bekomme, so wie bei Pokémon Sonne und Mond, gleich am Anfang ein Shiny Carpador. Geil, dass du ein Shiny Carpador gefangen hast. Ich weiß noch, in Soul Silver, da war ich gerade eben mit Pokébällen unterwegs. Da ist mir dann ein Shiny Radfratz über den Weg gelaufen. Aber leider habe ich mir nie Pokémon Schwarz und Weiß 2 geholt, also konnte ich es auch leider nie auf die moderneren Spiele übertragen. Und ich meine in, boah, wie hieß das nochmal? Omega Rubin? Nee, nicht Omega Rubin, das davor. Wie hieß das nochmal? Ich komme gerade nicht drauf, Mist. E12. Ah, oh, perfekt, absolute Symmetrie. Ich guck mal eben, welcher Teil das ist. Ach ja, klar. X und Y war das, stimmt ja. X und Y, da hatte ich tatsächlich unerhofft ein Shiny. Shiny, wie hieß. Ja, toll, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Ein Shiny Groudon gefangen, genau. So hieß das Biest. Überraschend gelb, das Vieh. Nee, ich bin ja gerade noch, mehr oder weniger gerade noch dabei,
hier so ein Shiny Glumanda zu ergattern. Und ich sag mal so, die Spawnrate für ein normales Glumanda ist schon relativ gering. Was richtig mies ist. Und dann hatte ich gestern Abend so eine verkackte 25er Chain und die wird einfach abgebrochen, weil das 26. Pokémon meint, fliehen zu müssen. Da war ich übelst begeistert. So. Mal hier hin. Bringt die Lampe was? Nicht wirklich. Falls die Lampe, die ich jetzt angemacht habe, was bringt, sagt mal was. So, als nächstes C22 und 21 mit Polycap 1 und 3. Polycap 1 haben wir ja noch mehr als genug. Polycap 3 ist dann das Standard-Fußgelenk. Perfekt. Was sage ich nochmal? 21, 22 von C. A, B. C ist grau. Ach, die Teile sind das. Alles klar. Und ich hätte eher gedacht, das wären Knieteile. Tja, so wird man eines Besseren belehrt. Jetzt. Ah, das ist schon mal die Abdeckung. Dann ist das hier das, was ich brauche. Ein Glas voll Dreck. Nee, Spaß beiseite. Als ob jemand jemals ein Glas voll Dreck gebraucht hat in der Geschichte des echten Lebens, der Filme und der Videospiele. Entschuldige mich auf jeden Fall für das Quietschen der Pfeile. Wie schon mal gesagt, das Ding ist nicht mehr das schärfste Teil. So, und dann wird das hier einfach zusammengedrückt. Dann wird das hier wohl die Ferse sein. Und gut Bewegung hat der Fuß auch. Wenn ich mal bedenke, dass andere Füße von Gundam-Modellen komplett steif sind. Ja gut, und wieder andere kann man quasi als Hände verwenden. Wie geht's? Ach, das hängt da noch drin. Ich würde ja gern mal so einen Pokémon-Stream machen. Hab nur leider keine Capture Card. Voll unfair. Sind ja auch scheiße teuer, die Dinger. Quietschen stört mich nicht. Das ist cool. Ich weiß noch, früher in der Schule, da war ich einer von den Leuten, die, wenn der, wenn, ach, jetzt trete ich mir wieder über die eigenen Füße beim Quatschen. Wenn ich einen Aufsatz vortragen musste oder so,
und die Leute dann einfach nicht zugehört haben, dann bin ich tatsächlich immer hingegangen und habe mit den Fingernägeln schön über die Tafel gekratzt. Das konnte ich gut. Aber danach hatte ich dann auch die Aufmerksamkeit. So, C16, C17. Das wären wieder hier irgendwelche Teile. Ah, die Dinger. Hä? Sind das jetzt schon die Hüftgelenke? Gut möglich. Ah jo, hier steht's ja, die Hüftgelenke. Und Polycap 1. Was habt ihr denn eigentlich heute so noch vor, wenn ich mal fragen darf? Immer dieser neugierige Typ da. Also ich für meinen Teil werde wahrscheinlich nachher noch Pokémon gucken, dass ich mein Glumanda da gefarmt bekomme. Ich will unbedingt ein schwarzes Durak haben. Das Ding müssen wir jetzt mal ein bisschen drehen. In der Hoffnung, dass das Gummi da besser in das Loch geht. Nämlich gerade ein bisschen eng. Oder ich ja, lackiert, nee, ist klar. Pokémon Let's Go spielen, jawollo. Ah, jetzt sitzt es auch. Machen wir das dann hier mal im Voraus. Alles abschleifen, was geschliffen werden muss. Apropos Pokémon Let's Go. Wo habe ich das Ding? Ah, lädt gerade auf. Mist. Na dann. Nee, sonst hätte ich jetzt nämlich noch ein bisschen mit dem Pokéball angegeben. Hab da gerade einen, wie hieß es noch gleich? Ein Kakuna drin. Eignet sich halt perfekt, um die ganzen Pokémon, die man im Spiel nicht wirklich mit sich rumschleppen will, außerhalb des Spiels hochzuleveln. So, das wären die Gelenke und jetzt sind dann wohl scheinbar die Waden dran, oder? Ja, das dürften in der Tat die Waden sein. Aber das dann auch gleich wieder unabhängig. Naja, Polycap 11 und 10. Na komm, dreh dich ab. Muss denn danach in den traurigen Geisterturm gehen? Ja, da muss ich auch noch rein. Ich habe ja jetzt das Silph-Scope. Ja. Zu schade nur, dass. Ohne Scheiß, wie kann Team Rocket einfach so ein trauerndes Dragosso mitgehen lassen? A16 und B2. Okay. Ah, da B2. Ey, ohne Scheiß, wenn ich in dieser Pokémon-Welt leben würde und mitbekommen hätte, dass Team Rocket da so ein trauerndes Pokémon entführt, ich wäre da nicht mit einer Pokémon-Armee reingegangen, ich wäre da mit ein paar Waffen reingegangen. Und hätte das Team Rocket
Versteck mal ein bisschen rot angemalt. Und A16. Ah, hier ist es, ja. Ach komm, nehme ich die Gegenseite gleich auch mal mit ab. Spart man sich halt ein bisschen Zeit. Team Rocket hat ja die Mutter von Tragosso getötet. Ja. Boah, und dann Giovanni, wie dieses arrogante Arschloch, ey. Am liebsten hätte ich den am Pranger gestellt. Und dann die ganzen Team Rocket-Opfer da mal mit einem Baseballschläger vorbeikommen lassen. Ohne Scheiß, wenn ich mit Giovanni fertig gewesen wäre, die Folterszene aus GTA 5 wäre ein feuchter Scheiß dagegen. So, was kommt jetzt wie wo dran? Hier kommt das dahin. Dann los. Das kommt dahin. Hoffentlich sieht man das gut. Ah, Nase juckt. Ach du Schande, hier kommen noch Aufkleber drauf. Nummer 5 und Nummer 13. 13 ist das Dreieck und 5 ist ein roter Punkt. Aha, ist mir in der Serie noch nie aufgefallen, dass da so ein roter Punkt ist. Oh, bevor ich dazu zusammendrücke, muss ich hier eben noch schleifen. Holy shit, habe ich mich jetzt erschrocken? Hoffentlich war das alles, was hier runtergeflogen ist. Scheint so. So, das kommt dann mal hier schon mal dran. Ah, hier kommt dann nachher auch noch in so ein Teil rein. Aber jetzt gucke ich erstmal, dass die Aufkleber hinkommen. Aber wie Matsurika die Schiffsfahrt verpasst hat. Matsurika. War das einer dieser NPCs? Ach ja, dieser komische Hippie, stimmt ja, den hatte ich ja auch angesprochen. So, das wären die Aufkleber. Sieht hier komischerweise richtig flach aus vorne. Nehmen wir dann nochmal die ganzen Polycaps, die wir brauchen, für das Gegenstück ab. Und geht es hier weiter.
Das ist eine Sie. Okay. Habe ich nicht mitbekommen. Aber heutzutage ist das Er oder Sie sein doch eh relativ. Moin, moin, Gom, wie geht's? Wie steht's? Ich hoffe, du hast einen freshen Eintritt in die Woche. Das wäre das Gelenk. Und wieder ein paar Aufkleber. Ich hasse Aufkleber. Besonders diese winzigen. Jo, dir geht's super. Das ist schön zu hören. Mir geht es auch einigermaßen gut. Was ich heute nur schade finde, ist, dass um 15 Uhr die Fallout-Server runtergefahren werden aus Wartungsgründen. Ich hoffe, wenn ein Patch kommt, dass dann das Lager mal vergrößert wird. Man kann echt einfach nichts einlagern in dem Spiel, ohne dass man sich das Inventar zuhaut. So, das wäre das. Dann kommen jetzt C10 und C9 hier hinten rein in die Beine. Nicht, dass man sich irgendwo anders irgendwas hinten reinstecken sollte. Hallo Cray, wie geht's? Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Gilt natürlich für alle, dass ihr hoffentlich ein schönes Wochenende hattet. Nicht so gut, bin krank. Schade. Aber das hat alles hat natürlich auch so seine Vorteile. Je nachdem, wie alt du bist, keine Schule bzw. keine Arbeit. Danke, aber ja, ich bin zu Hause. Dachte ich mir schon. Um 13 Uhr, da haben die meisten ja normal noch Schulzeit. So, das wären die Beine von hinten. Im Prinzip soll das so eine Art Düse sein. Keine Ahnung, wie genau, aber es ist eine Düse. So. Und dann geht's jetzt mit den anderen Beinteilen weiter. Nochmal Polycap 10 und 1. Eins haben wir gerade mal noch genau zwei Stück. Perfekt. Und Nummer 10. Hey, haben wir auch genau nur noch zwei Stück. Perfekt für die Beine. So. A29 und 28. Da schnappe ich mir natürlich gleich noch die Gegenseite, die Gegenstücke von der anderen Seite. Ich meine, hey, man kann ja gediegen alles gleichzeitig machen. Braucht man nicht zwangsweise dieselbe Anleitung im Prinzip zweimal zu machen. Das ist der sogenannte Turn A Gundam aus der gleichnamigen Serie. Im Prinzip geht es sich in der Serie darum, dass nach dem Universal Century, also der Hauptreihe der Serie, die Erde
quasi in so einem postapokalyptischen Zustand gewesen ist und sich die Zivilisation wieder in einer Art Renaissance befindet. Vielleicht wird es diesmal ein shiny Stern, du. Cool. Viel Glück. Auf jeden Fall kommen dann die Menschen, die sich vor dieser Katast vor dieser Postapokalypse, also vor dieser Apokalypse im Prinzip auf dem Mond gerettet haben, wieder zurück auf die Erde, wo sich weiterhin die Zivilisation der Menschheit neu entwickelt hat. Entsprechend waren die Erdenmenschen natürlich technologisch im Nachteil. Allerdings hat sich einer dieser Mondmenschen nachher für die Erdmenschen ausgesprochen und der hat dann auch irgendwie besagten Turn A Gundam gefunden. Allerdings kannte sich da keiner von der Menschheit der Erde aus mit Gundams, Mobile Suits und hast du nicht gesehen. Dementsprechend wurde dieser Gundam nur als die weiße Puppe mit dem Schnäuzer bekannt. So, das Ding kommt hier oben rein. Und du kommst hier unten rein. Ist ziemlich weit außerhalb, finde ich. Habe ich hier jetzt schon geschliffen? Hier muss noch. Ich hätte vor 2 Jahren züchten, aber jetzt weiß ich nichts mehr davon. Pokémon züchten ist ziemlich einfach. Schmeißen ein Ditto mit irgendwas zusammen und du kriegst ein Ei. Andererseits, wenn du jetzt heutzutage mit diesen IVs züchten willst, da musst du ja echt einiges beachten. Und da hört bei mir auch das Interesse auf. Ah, okay, danke für die Erklärung. Kannst du auch echt gut. Okay, ich hätte jetzt ehrlich gesagt habe ich da jetzt ein bisschen verkackt mit, aber ja, wenn du meinst. Ich kann dir, wenn du bei Hytrol auf dem Discord bist, wenn du möchtest, auch mal einen Link schicken. Da kannst du dir die Serie mit, ich glaube, deutschem Untertitel mal angucken. Ach, mit den Shinies. Shinies? Wann habe ich was von den Shinies erklärt? Ich wusste gar nicht, dass ich irgendwas von wegen Shinies erklärt habe. Jetzt hast du mich ein bisschen aus der Spur gebracht. Jetzt bin ich nämlich echt am Überlegen, wann habe ich mal irgendwas über Shinies erklärt? Oder meintest du Neptun? Nein, ich konnte das so Shinies züchten. Ach so. Ja, Shinies züchten. Heutzutage ist das bestimmt, funktioniert das bestimmt eh anders als früher. Also mit dem Let's Go-Serien meine ich. Ach, mach doch nichts, Cray. Jeder verwirrt mal einen anderen. Nanü? Ach da. Ich weiß noch nicht, was ich von dem neuen Pokémon halten soll. Ja gut, ich für meinen Teil muss sagen, ich finde es sogar besser als das alte originale Pokémon. Vor allem du, dich nerven einfach die ganzen Zufallskämpfe nicht mehr. Ich meine, wie oft wolltest du durch eine
Ich weiß noch nichts, was ich von. Ach, das habe ich ja gerade gelesen. Nee, wie heißt es? Du siehst ja alles, was im Prinzip vor dir rumrennt. Das heißt, wenn du mal eben durch eine Höhle willst, musst du nicht die alle 2 Schritte gegen irgendwelche Randoms kämpfen, wenn du die gut ausweichst. So, kommen jetzt hier auch noch diese komischen Schubdüsen hinten rein. Das C6. Kau, gut, das stimmt, ist echt ein Vorteil. Ja. Und Pokémon-Kämpfe mit Trainern hast du ja auch immer noch mehr als genug. Vor allem haben die da noch einige Trainer hinzugefügt, was auch noch cool ist. Also im Prinzip ist es schon, finde ich, im Vergleich zu den originalen Pokémon-Titeln das überlegenere Pokémon. Ja, durch die Höhlen und es kommt jedes Mal ein Zubat. Genau. Und dann auch noch, jedes Mal lassen die dich erstmal nicht fliehen. Zumindest wenn man das Spiel frisch gestartet hat. Shiny-Jagen im Prinzip wird auch dadurch einfacher gemacht, dass du jetzt im Prinzip nur noch eine große Chain von diesem Pokémon, was du als Shiny haben willst, aufbauen musst. Und dann ist es im Prinzip nur noch eine Sache des Wartens, bis eins vor dir vor die Füße läuft. Okay, das ist jetzt irgendwie doch länger als erwartet. Aber okay, wer bin ich, dass ich darüber richte? Ach, da kommt ja nachher noch die untere Hälfte dran, stimmt. C25 kommt also als nächstes mal dran. Endlich. Dann können wir jetzt auch endlich die Füße demnächst mal anbauen. Ach ja, und falls irgendwer von euch Pokémon Go spielt, also das Handyspiel, und mit dem Gedanken gespielt hat, sich dieses komische Armband-Dingens-Teil da zu kaufen. Damit man im Prinzip nur noch draufdrücken muss, wenn man an einem Pokéstopf oder an einem Pokémon vorbeikommt, um es zu fangen. Kauft euch nicht das Armband, kauft euch den Pokéball. Kostet vielleicht ein kleines bisschen mehr, aber ich habe von vielen, die das dafür benutzten, ich meine, das kann man ja als Pokémon Go-Apparat nutzen, erfahren, dass es viel besser ist, dieser Pokéball Plus. Als dieses Pokémon Go Plus Gerät. Ach da. Ja, ein Glück, dass die hier so aus Gummi sind. Das wäre echt nervig, wenn man die auch immer abbrechen müsste. Also abknipsen. Hey, warte mal. Ah, flache Seite erst. Machen wir das so. Alter, ist das Teil eng. So, kommen die erstmal auf Seite. Braucht man ja anscheinend eh noch nicht. Und dann C3.
Oha. Ah, hier. Cool, dann greift das also nachher hier hinten im Prinzip ineinander und ist beweglich. Nice. Ich mag bewegliche Details. Also juckt. So, das kommt dann hier so rein. Wie viel hat der Gundam gekostet? Uff. Ich meine, der hier hat tatsächlich 20 € gekostet, was relativ wenig ist. Bedenkt man, dass man meistens auch noch Importkosten bei Amazon mit drauflegen muss. Ich sag mal, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Der hier zum Beispiel, der ist brandneu dieses Jahr rausgekommen. Hat jetzt zum Beispiel 40 € gekostet. Und weil die Importkosten natürlich so hoch sind, darf man auch mit einer ordentlichen Lieferzeit rechnen. Kommt ja alles immer direkt aus Japan. Und du kommst auch noch mal hier dran. Echt cool. Darf man nur nicht zwischenkommen, könnte schmerzhaft werden. Gut. Oh. A24 und 22. Das ist das hier und das da. Nee, ich habe auch schon angekündigt, das ist für dieses Jahr auf jeden Fall erstmal der letzte Gundam, den ich bauen werde. Da kommt zwar noch Ende dieses Jahres einer raus, den ich unbedingt haben wollte. Ach, aber der kommt auch nicht vor 2019 an. Selbst wenn ich den pünktlich bestellen würde. So, dann kommt die Seite hier hin. So. Das Teil kommt dann am besten zuerst rein. Und zack. Ja, hier muss ich nochmal drüber gehen. Und da hat es Klick gemacht. Ah, nicht mehr so beweglich wie vorher, schade. Aber ein bisschen Bewegung ist da immer noch drin. Kommt dann der Ferse nicht auch erstmal noch ein Teil?
Ach jo, A4 habe ich voll vergessen. Krass. Habe ich echt fast vergessen, die Ferse anzubauen. Ich glaube es nicht. So welche Fehler macht man aber auch nur, wenn man, so wie ich jetzt hier, die sich Abkürzungen in der Anleitung macht. Und dann kommt das hier so dran. Fuß rein. Voll der 60er oder 70er Jahre Stiefel, wenn man mich fragt. Aber zum Glück tut das ja keiner. Ja, und dann auch hier noch mal die Teile rausknipsen. Ich weiß nicht, wie sieht eigentlich bei euch aus? Hättet ihr Interesse, wenn ich hier aus dieser Overhead-Perspektive Pokémon streamen würde? Weil ich, wie schon gesagt, ich habe leider keine Capture-Card. Ich kann das nicht vom Dock aus direkt upstreamen. Also, wenn da Interesse besteht, einfach mal, ihr wisst ja, wohin ihr das schreiben könnt. Willkommen zurück, Basti. Ich weiß nicht, ob du das gerade mitbekommen hast, aber ich habe mal gefragt, wie das mit Interesse aussieht, wenn ich hier aus dieser Overhead-Perspektive Pokémon streamen würde. Da ich ja leider keine Capture-Card habe und ich mir die erst irgendwie finanzieren müsste. Ich meine, hey, Spendenlink unten in der Beschreibung. Ups, hier liegen bleiben. So, das war das. Dann dürfte jetzt ja die Kniescheibe drankommen. Gibt an den Beinen noch irgendwo einen Aufkleber? Da ist kein Spendenlink. Was? Wieso ist da kein Spendenlink? Mist, weil ich hier das ja über Handy streame. Stimmt ja, stimmt ja. Warte, dann mache ich das mal anders. Wo ist es denn jetzt? Ernsthaft? Ach, dieses neue YouTube-Studio-Beta-Ding ist doch echt scheiße.
Na egal, dann haben wir halt heute mal keinen Spendenlink. Ich gucke, dass ich den gleich nochmal raussuche. Sowieso muss ich aus Prinzip nochmal dazu sagen, bevor ihr mir irgendwas spendet, guckt, dass ihr selbst mit dem Geld klarkommt. Das ist wichtiger. So, hier sehe ich gerade, kommt auch noch ein Aufkleber drauf, der hier vorher warum auch immer nicht angezeigt wurde. Nummer 12, das ist der hier. Na, der ist schon mal scheiße positioniert. Bill mal kurz weg, sagt der Cray. Alles klar. Bis später. Ja gut, fällt mir gerade mal auch so spontan ein. Den Spendenlink, den habe ich ja noch in früheren Livestreams unten drin. Da könnte man den sich theoretisch auch noch mal raussuchen. Ich würde sowieso aber allerdings empfehlen, falls ihr vorhabt zu spenden, tut das lieber, während ich irgendein PC-Spiel streame, weil dann kriegt ihr auch die nötige Anerkennung dafür, weil hier über Handy streamen kann ich mir diese Benachrichtigungen leider nicht einblenden lassen. Und von hier aus übers Tablet das Ganze zu machen, dass ich auch Zugriff auf OBS und diese ganzen Benachrichtigungsdinger habe, habe ich auch mal ausprobiert. Allerdings war die Verbindung mehr als nur bescheiden. Dann warte ich noch ein bisschen. Alles klar. So, das wären die schwarzen Streifen. So, A7 und A8. Kommen wir endlich mal zu den Kniescheiben. Geil. A7 und A8. Nee, ist noch viel zu viel dran. Dann einfach zusammen. Okay. Und dann mit der Seite so rum nach oben. Ach, ist ja schön zu wissen, dass man hier wieder ein Doppelgelenk im Knie hat. Naja, auch wenn das gerade mal so ein bisschen über 90, unter 90 Grad hier ist, also. Naja, immerhin etwas. So, und da kommt Aufkleber Nummer 3 rein. Na komm. So. Das liegt schon mal in dem Ding drin, wo rein soll. Und es lässt sich nicht ordentlich reindrücken. Mano. Ah, jetzt klappt. So, das wäre schon mal das rechte Bein.
Fehlt nur noch das Lenkrad. Wofür die Dinger hier soll sein werden. Bestimmt für die Waffe. Oder zumindest eine der Waffen. Ich meine, das Ding wird ja im Endeffekt auf dem Rücken zwei von diesen Beam-Sabern tragen. Strahlenschwerter auch genannt. Oder copyright-freie Laserschwerter, je nachdem, wie man es nennen möchte. So, diesmal gehe ich aber hin und platziere den Aufkleber vorher. Da muss ich da nämlich auch nicht quetschen. So, damit wäre auch dieses Bein abgeschlossen. Fehlt jetzt nur noch die Hüfte. Um das Ganze nochmal zu veranschaulichen. Die Innenseite von vorne, die Außenseite und von hinten mit diesen ganzen komischen, ja, Gitterdüsen, die sich hier auch noch irgendwie leicht bewegen lassen. Ist ein cooles kleines Detail. So, legen wir das Ganze mal auf Seite. Ach ja. Beingeschichte haben wir ja schon, zum Glück. Kommen wir zur Hüfte. Polycap 2 und E1 Nummer 5. Polycap Nummer 2 ist das Kugelgelenk. Und da haben wir diesmal auch weiß. Cool. Was streamt Yannick heute Abend eigentlich? Da fragst du den Richtigen. Also, das müsstest du Heidi selbst fragen. Wahrscheinlich wird das im Spontanstream wieder Pokémon sein. Oder vielleicht kriegt das ja mal hin, Creativerse zu streamen. Schiebt er ja auch jetzt schon wieder eine Weile vor sich her, das mal anzufangen. Und wie gesagt, Creativerse, da darf sich jeder gerne beteiligen. Das Spiel gibt es gratis auf Steam. Oder man holt sich halt die Pro-Version für 20 Euro. Ja, die Map, das wäre, die habe ich genannt, Äußere Kolonie Site 7. Nach einer Gundam-Kolonie. Und das Passwort wäre 123456. Da darf jeder gerne mit drauf kommen, um mitzubauen. So, das obere Cockpit-Teil. Und Cockpit ist hier echt. Ja, das ist noch nie was so zutreffend, dass ein Cockpit Cockpit heißt. Das hier ist das Hüftteil. Und hier dürfte man eventuell sogar den Pilotensitz erkennen. Keine Ahnung, fokussieren bitte.
Ja, hier dürfte man sogar den Pilotensitz erkennen, vielleicht sogar den Piloten an sich. Shit, hab mir Creative was immer noch nicht runtergeladen. Tja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich werde dich nicht zwingen, dir das Spiel zu holen. Die Entscheidung kannst allein du nur treffen, das Spiel zu spielen. Und wer wäre ich, dir das aufzuzwingen? Und an dieser Stelle möchte ich bitten, keine Adolf-Hitler-Sprüche zu reißen. So lustig, wie sie manchmal auch sind, meine ich natürlich. Es braucht nicht unbedingt. Die macht irgendwie jeder Arsch. Und naja, sie sind irgendwie meistens nicht witzig. So, und hier noch das Cockpit-Cover. Gott, ohne Scheiß, ich habe mir diesen Gundam das erste Mal in einem Review von Saku Aurelius angeguckt, einem Amerikaner, der in Korea lebt und auch jede Menge Gundam-Zeug als Video produziert, beziehungsweise teilweise auch streamt. Der hat einen Perfect Grade Turn A Gundam gebaut. Und bei diesem Perfect Grade Turn A Gundam ist tatsächlich eine Minifigur von einer Kuh bei, die hier irgendwo in der Brust gelagert wird. Als jemand, der damals den Anime nicht gekannt habe, er sagte nur, das wäre ein Insider. Ich habe mir tatsächlich gedacht, scheiße, hoffentlich schmeißt der Gundam nicht mit Kühen. Auch wenn das scheiße lustig wäre, wenn es da einen Gundam gäbe, der mit Kühen um sich schmeißt. So, Frontskirt dran. Ich sollte noch die gelben Teile da reinbauen. Was macht eigentlich so an Weihnachten? Puh, keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich mit meiner Familie Weihnachten feiern. Kann ja auch mal einen Merry Christmas an Gift-Unboxing-Stream machen. Ja, das wäre schon mal ein Runner-Teil, das weg kann, weil da nichts mehr dran ist. Obwohl eigentlich zwei. Das Cockpit-Scheibending ist ja auch bereits fertig. Oh, das wäre soweit die Hüfte mit Cockpit. Allerdings fehlt da noch das Teil unten. Ja, kannst du gerne machen. Mal schauen. Mal schauen. Noch ist Weihnachten ja nicht Gegenwart. So, kommt jetzt das Unterteil dran und noch irgendwie so ein Poding.
auch ein wenig peinlich, als Pokémon ankam, wollte ich auch erst ein Unboxing machen. Dann wurde ich aber zu geizig. Ich habe das sofort aufgerissen, das Paket, und in die Switch geschmissen. An Weihnachten kochen wir Gumbo, das ist ein Eintopf. Ja, da hat sie ja mal dieses Bild von in Heidrolds, wie hieß der Channel nochmal, 5-Sterne-Küche-Channel gepostet. Das sah schon interessant aus, würde ich auch gern mal probieren. Bräuchte ich nur ein Rezept. Ach, hier muss ich echt noch hinten die Dinger abknipsen, die stehen so ekelhaft vor. Das kommt dann hier drüber. Und dann das Teil davor. Sitzt das nicht richtig? Ah, jetzt sitzt es richtig. So, nochmal zum Vergleich. Das hier ist die Hüfte und das hier ist das Cockpit. Wenn jetzt nicht bekannt ist, warum das Ding im wahrsten Sinne des Wortes Cockpit genannt wird, ja, der muss sich eine Tüte Humor kaufen gehen. So, als nächstes kommt C8. Das haben wir hier. Zusammen mit A1. Okay. Ach, dann wird hier dieser Action-Base-Connector wieder abgedeckt. Alles klar. Wie soll ich das erklären? Es kommt Fleisch, Shrimps, Kartoffeln, Pilze, Tomaten, Mais, Salz, Pfeffer und natürlich Wasser. Ja, ein Topf ohne Wasser wäre ja einfach nur ein zusammengewürfeltes Gemüse. Obwohl, so eine Gemüsepfanne hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Die Seite gehört nach hinten. Perfekt. Kommen hier die Beine dran. Ja, das hört sich auf jeden Fall echt lecker an. Bis dann, Basti. Ah, er ist weg. Viel Spaß noch. Jo, Basti, man hört sich, sieht sich, weiß ich nicht. Viel Spaß, falls du noch irgendwas zocken willst. Ansonsten, keine Ahnung. Oh, ich sitze hier wieder viel zu lange an dem Tisch, ey. Ah, 1920. Das wären dann die Seiten, Rock, Panzer, Teil, Dinger. Kommt hier irgendwo inzwischen nochmal ein Aufkleber drauf? Bauanleitung sagt nö. Auf jeden Fall wünsche ich dir noch eine gute Besserung, Basti. Wehe, du wirst nicht bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Aufnahmensitzung Left 4 Dead gesund. Ja, obwohl, Left 4 Dead kann man auch krank zocken. Hö, 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 hö.
Ach, da. Na gut, die muss ich abknipsen. Zum Glück werden diese Polycap-Teile hier, diese, ich nenne sie mal Monopoly-Kinder, nicht mehr in modernen Modellkits von Gundam benutzt. Wow, nicht fliegen gehen. Beine noch was zusammen. Der soll ja schließlich nicht dastehen wie eine Prostituierte, die gerade an der Arbeiten ist. Und ja toll, jetzt gehen die Beine sowieso wieder auseinander, wenn ich hier drücken muss. Ja, das sitzt auf jeden Fall ordentlich fest. So, soweit, so gut. Jetzt kommt noch die Bewaffnung. Als da wären zwei Strahlenschwerter, ein Schild und ein Gewehr. Das kann mal ganz auf Seite, braucht ja keiner mehr. Und ja, hier beginnen wir erstmal mit dem Gewehr. Das heißt B15. Na nö. B15. Da ist es ja. Wieder mal sage ich nur, ich entschuldige mich fürs Quietschen, das tut mir echt leid. Aber es lässt sich leider nicht verhindern. B3. Und der Griff kommt jetzt wie genau? Ach, ins B4. Können die das nicht früher sagen? So, ich du mal das Rezept später in den 5-Sterne-Koch schicken. Okay. Ich freue mich schon drauf. So, dann kommt der Griff hier rein. Ist das richtig rum? Ja, ist es. Schön, dass man den hier wegfalten kann. Ich hoffe nur, der wird da leicht wieder rauszuholen sein. Und dann wird das hier zusammengequetscht. Echt doof finde ich gerade dabei hier, dass diese Dreiecke, die hier drin verschwinden, Teil von diesem Guss sind und nicht ein einzelnes Teil, das direkt hier in Rot mit dran gegossen wurde. Da kann man relativ einfach wieder rausfalten. Nice. So, Aufkleber Nummer 4 brauchen wir da.
Das wäre dieser hier. Und der kommt so. Das ist aber nicht mittig. So. Ja, so sieht das schon besser aus. Wird hier dann rumgefaltet. Schön zusammendrücken und dann klappt man das hier noch oben zu. Bin ich eigentlich auch kein Fan von. Hätte ich jetzt einen Airbrush und nicht nur diese Sprühdosen hier, ich würde mir das komplett bemalen. So. Ach nö. Jetzt geht das hier noch nicht mal komplett rum. Blöder Aufkleber. Als nächstes kommt B11. Oder B5 und 6. Ah, austauschbar, perfekt. So, dann kann man das nämlich entweder so als deaktiviertes Gewehr rumtragen oder, und da muss ich dieses Teil hier erstmal noch abschleifen und zusammenbauen. Ja, die Aufkleber, die an den anderen beiden Pfeilen, Teilen, also Dreiecke da dran kommen, die mache ich gleich natürlich auch noch dran. Da ist noch was. So, in deaktiviertem Zustand und aktiviert. Sehe das dann so aus. Dann wird die eine Hand hier gehalten, die andere hier und dann boom. Und wie gesagt, die Aufkleber, die kommen noch eben dran. So, und dann einmal rumklappen. Und dann noch die andere Seite. So, eigentlich mit, also diese beiden Aufkleber, die sehen eigentlich, finde ich, ziemlich ordentlich aus.
Aber der vorne hier, der geht wirklich nicht mit der Lücke, die hier oben noch übrig ist. Das werde ich auf jeden Fall nachträglich noch lackieren. So, das wäre das Gewehr. Da mache ich dann auch direkt mal die eine Hand dran. Beziehungsweise kann ich hier allgemein mal die restlichen ganzen Teile abknipsen, weil sind ja eh nicht mehr so viele. Sind die zwei Teile? Ach, bestimmt für den Schild als Halterung. Nehmen wir hier noch mal die Handpanzerungsdinger ab. Ach nö, jetzt muss hier noch mal abgeschliffen werden. Hand, die richtige ist die. Die kriege ich dann hoffentlich auch irgendwie hier dran. Mit meinen Wurstfingern. Ich du mal das Rezept später. Ach nee, er freut sich. Oh, Nöppi freut sich gerade. Das ist schön. Ich freue mich auch, wenn Leute sich freuen. Ich würde mich nur freuen, wenn ich mich mal aus meinen Gründen freuen könnte. Okay, die Hand ist ein bisschen locker da, aber mein Gott. Läuft. Ups. Und die Hand, keine Ahnung, hält die später den Schild in die Hand? Ich denke nicht. Machen wir die einfach mal so zu. Aber warum, Neptun? Hast du jetzt deinen Shiny bekommen? Boah, hoffentlich hast du dein Shiny bekommen. Das wäre echt cool. Dann würde ich mich nämlich richtig für dich freuen. Ah, wie ich mir dachte, diese zwei komischen Schienen sind tatsächlich, um den Schild an den Arm zu befestigen. Cool. Doch, dann bauen wir jetzt mal den Schild.
Und ein weiteres Plastikteil geht in den Plastikmüll. Ich müsste echt mal irgendwann die ganzen Plastikreste, die ich hiervon übrig habe, einschmelzen. Und gucken, ob ich dafür noch irgendwie was, daraus noch irgendwas machen kann. Polycap 7. Yay, da haben wir noch einen. Ne, immer noch nicht. Schade. Schade, schade. Du machst mir Hoffnung. Böser Neptun. Ah, mit der eckigen Seite nach also innen. Mal gucken, vielleicht kriege ich das ja hier mit der Pinzette rein. Mit losen Fingern geht da auf jeden Fall nicht viel bei meinen Fingern. Ach, das sitzt schon so perfekt. Ja, dann. So. Dann kommen jetzt diese zwei komischen Schienen dran. Waren die hier? Nö. Ah, da sind sie ja. Zusammen mit dem anderen Schildstück. Nee, dann sag mal Happy, sag mal Nappy, was macht dich denn so happy? Oh Gott, klang das furchtbar. Ja, dann kommen die jetzt so hier rein. So hier rein. Und das muss dann noch hier dran. Ach, blöde Haare. Weg da. Jo, dann kommt das jetzt am linken Arm befestigt. So. Und das wäre der Turn-A-Gundam mit Schild. Sieht zwar ein bisschen aus wie der Proto-Schild von Proto-Man aus der Mega-Man-Reihe. Aber glaub mir, dieser Schild war, glaube ich, tatsächlich zuerst da. Die Anime-Reihe existiert ja schon ewig und 3 Tage. Beam Rifle haben wir gerade eben schon gemacht. Die Strahlenschwerter, yo, die müssen jetzt ja auch noch abgeknipst und montiert werden. Es gibt nämlich Lasagne, alles klar, Lasagne, wow. Ich liebe Lasagne.
So. Diese zwei Teile hier sollten eigentlich die Strahlenschwerter auf dem Rücken halten, beziehungsweise hier hinten in den Schultern. Aber ich sehe gerade, hier sind noch ein paar andere Teile, die genau dasselbe machen. Und zusätzlich halten sie noch den Schild und das Gewehr. Darum werde ich diese zwei hier wahrscheinlich nicht benutzen. Hier ist nichts mehr dran, also ab in den Müll damit. Ja, bei manchen Kids ist es einfach cooler, die komplett mit ihren Waffen weggesteckt, die zu positionieren. Oder ich mache das tatsächlich so, dass der dann beide Beam-Saber hält. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Na, kommen wir ab. Dann kommen die zwei hier nämlich wieder raus und dann irgendwie so da rein. Ne, na komm. Und dann kommt hier dieser Stupsen da mal hier in den Schild rein. Der Schild wird sogar getragen wie der Protoschild. Na, dann nehme ich hier die Hand nämlich auch mal wieder ab. Ich sagte die Hand, nicht die Handrücken. Panzerung. Nee, geh ab. So. Ja, toll, jetzt geht der Teil auch fliegen. Und dann dürfte man das wie genau hier befestigen? Mache ich was falsch? Oder muss das tatsächlich so rum? Nö, auch nicht. Triefnase schlägt zu. Ja, so scheint es zu sitzen. Ah, und da fällt mir gerade auf, dass hier noch ein Aufkleber fehlt. So, Strahlenschwerter, die sitzen hier, sehen irgendwie aus wie komische Zigarren, finde ich. Nee, ich mache alles richtig. Okay, wenn du das sagst, muss es wahr sein.
geht das jetzt nicht hier rein? Ah, weil das falsch rum war. Lippt aber auch nicht wirklich fest rein. Ja, dann muss ich hier mal eben den Schild wieder abnehmen. Oder nee, gar nicht wahr. Den kann ich ja so einfach hier. Ach nee, das war ja so falsch rum. Also so rum. Sieht schon sexy aus. Sexy. Jo! Und da gibt es Essen. Irgendwie locker. Sind die falsch rum? Geh rein. Nö, der ist auch ziemlich locker. Und andersrum. Ach, ich nehme den Schild ein, das ganze Teil einfach nochmal ab. Ist mir nämlich gerade ein bisschen zu dubios. Ich meine, normal müssten die Teile da Bombe drin sitzen. Ups. Nee, keine Ahnung, die sitzen da irgendwie total lose nur drin. Was ich ein bisschen doof finde. Egal. Dann werde ich wahrscheinlich in den Haltehänden, also hier in diesen paar Händen permanent drin behalten. Macht ja nichts. So, beide Waffen auf dem Rücken. Das ganze Schauspiel von vorne. Ja, das ist der Turn A Gundam. Allerdings muss ich eben testen, vielleicht sitzen die Dinger ja in den beiden Halterungen hier stabiler drin. Scheint aber leider auch keinerlei Unterschied zu machen. Na, schade. Das ist echt schade. Dass die hier auch so... Obwohl... Na, eigentlich sitzen die hier ja gut drin, aber halt ein bisschen locker, finde ich. Und da gehe ich lieber kein Risiko ein. Gerade bei so kleinen Teilen. Darum kommen die Schwerter jetzt echt permanent in die Hände. Na, komm, bleib drin. So. Schwert in beiden Händen. Jetzt kommen noch die, ja, die Strahlenschwerteffektteile dran. Dann werde ich den Stream gleich pausieren und mal schauen. Vielleicht mache ich dann tatsächlich über diesen Overhead, also über diesen Blickwinkel, den ihr jetzt auch habt, hier Pokémon an. Sind aber verdammt lange Schwerter für ein High Grade. Cool. So, hauen wir den Typ jetzt nochmal eben in Pose.
Ich meine, hey, dafür ist er ja gedacht. Und da versagt mal eben gerade das Handgelenk. Tja, und das war der Turn A Gundam. Ich bedanke mich für eure Geduld und dafür, dass ihr zugeguckt habt. Ich wünsche euch bis nachher noch ein schönes paar Minuten. Ciao!